Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP will die digitale Bildung und Medienkompetenz in den Schulen stärken. Bundesweite Standards, gemeinsame Verantwortung, Aus- und Fortbildung. Diese Anliegen werden grundsätzlich von unserer Fraktion unterstützt. Digitale Medien haben längst überall in unserem Leben Einzug gehalten, in der Arbeitswelt, im Alltagsleben und in der Freizeit und auch zunehmend in unseren Schulen. Die Relevanz einer aktiven Aneignung digitaler Kenntnisse und Kompetenzen ist heutzutage unumstritten. Ja, Medienkompetenz ist eine der Schlüsselkompetenzen unserer Zeit. Sie ist zudem inzwischen auch ein entscheidender Faktor für einen chancengleichen Bildungszugang. Als Konsequenz folgt daraus, Schülerinnen und Schüler sowie die Schulen aller Schultypen sollen den Herausforderungen der digitalen Entwicklung erfolgreich begegnen können. Somit können wir dem Antrag im Grundsatz zustimmen. Nicht folgen jedoch können wir dem Antrag in seiner Einschätzung der aktuellen Situation. Die FDP braucht die Schulpolitik in NRW nicht wachküssen. Und Herr Kaiser, NRW wird auch nicht zur Schnecke. Das Anliegen digitale Bildung ist nicht neu. In NRW erfolgt die Entwicklung stetig. Sie ist ein Prozess, und wir sind mitten in diesem Prozess. Bereits seit Jahren investieren viele Kommunen hohe Beträge in die digitale Ausstattung in ihrer Schulen. In meiner Heimatstadt Aachen werden seit den 2000er Jahren Jahr für Jahr sechsstellige Beträge für die digitale Ausstattung der Schulen verausgabt, und zwar in jedem Schultyp, von der Grundschule bis zum Berufskolleg. Ich habe jetzt als Beispiel unserer Stadt genannt, da habe ich die konkreten Zahlen. Wir können das gerne im Ausschuss dann auch weiterverfolgen, gerne. Aber bei uns ist in meinem Umfeld der Städteregion, ist auch in den Stärkungspaktkommunen durchaus die digitale Bildung angekommen und die Kommunen investieren. Ein Schreckensszenario, NRW verliere den Anschluss, besteht also nicht. NRW ist kein digitales Entwicklungsland. Die schulische Infrastruktur kann sich durchaus sehen lassen. Das zeigt auch die Studie Schule Digital, der Länderindikator 2015. Und, meine Damen und Herren, der weitere Ausbau ist absehbar. Aber die Ausstattung macht noch keine erfolgreiche digitale Bildung. Denn digitale Medien sind erstmal Werkzeuge, mehr nicht. Mehr Computer ist nicht gleich mehr Kompetenz. Die Quantität garantiert keine Qualität. Und was macht den Bildungsansatz digitaler Bildung aus? Ein Vergleich mit der kulturellen Bildung sei hier gezogen. Ein Instrument zur Verfügung zu stellen, ist eine wichtige Voraussetzung, heißt aber noch lange nicht, dass ein Kind musizieren kann. Es gilt auch für die digitale Bildung, sie in einen ganzheitlichen Bildungsbegriff einzubeziehen. Vorteile digitaler Bildung in der Schule sind der spielerische Zugang zu Wissen, insbesondere bei den jüngeren Kindern, die personalisierte Ausbildung und die damit verbundenen Möglichkeiten einer individualisierten Förderung und das kooperative Lernen. Medienkompetenz soll Schülerinnen und Schülern eine eigenständige und kritische Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Dazu gehört auch, dass sie in der Lage sind, Medien und ihre verschiedenen Einsatzweisen zu hinterfragen und sich auch der vorhandenen Risiken bewusst zu sein. Der Medienpass NRW ist dabei ein Instrument, das die vielfältigen Elemente digitalen Lernens und Lehrens erfolgreich aufgreift. Dieses Verständnis von digitaler Bildung stellt Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer. Nicht nur der technische Umgang ist gefragt, ebenso die Pädagogik. Erst das Wissen über und die Anwendung methodischer und didaktischer Konzepte machen digitale Bildung erfolgreich. Um Lehrerinnen und Lehrer und ihren Qualifizierungsbedarf zu unterstützen, werden bereits seit Jahren gut nachgefragte Fortbildungen angeboten. Gibt es Medienberatung in den regionalen Kompetenzteams? Mit dem neuen Lehrerausbildungsgesetz machen wir digitale Bildung zu einem grundständigen Element der Lehrerausbildung. Und ich komme zum Schluss. Wir wollen keine voll digitalisierte Schulwelt, sondern wir wollen eine Schule, die Medienkompetenz vermittelt, damit Schülerinnen und Schüler handelnde Subjekte ihrer digitalen Kommunikation sein können. Vielen Dank.